Hallo, waren Sie auch bei Ihnen, die Sternsinger, und haben Ihr Zeichen an die Tür gesetzt? Für mich beginnt jedes Jahr neu mit den Sternsingern, mit den Heiligen Drei Königen. Diese Kinder motivieren mich, sie begeistern mich, sie nehmen sich Zeit. Sie haben eigentlich Ferien, aber trotzdem nehmen sie sich Zeit für andere Kinder, für die Kinder dieser Welt, bringen den Segen Gottes und sammeln für Kinder in Not. Ist das nicht ein tolles Zeichen für jedes neue Jahr? Die Sternsinger-Aktion ist die größte Aktion von Kindern für Kinder auf der ganzen Welt. Über 300.000 Sternsinger machen sich auf den Weg und bringen den Segen Gottes zu den Menschen. Und dabei haben sie in diesem Jahr Geld gesammelt für Kinder, die eine Behinderung haben, und für ihr Partnerland Peru. Und ich bin sicher, es wird wieder ganz viel zusammenkommen. Das Entscheidende für mich ist aber, dass diese Kinder uns Erwachsenen zeigen, es geht doch, wir können etwas verändern, wir können etwas bewegen, wir können in die Zukunft gehen. Und deshalb motivieren sie mich für das ganze Jahr. Toll, dass ihr das alles macht. Und für mich ist das immer ein Impuls, auch selber loszugehen, zu helfen und den Segen Gottes zu den Menschen zu bringen. Und mit ihrem Lied mache ich mich auch dieses Jahr wieder auf den Weg hinein in den Alltag. Und deshalb wünsche ich Ihnen allen ein gutes Jahr mit vielen positiven Impulsen, vor allen Dingen aber mit dem Segen Gottes. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Geht man zur Krippe hin, zeig, wo sie steht.